Fate is at hand. Oh! We must be cautious. Oh, fuck! Niederlage! No! Richtig klackse. Noch tiefer ging's nicht mehr! Scheiße, ich hätte mal speichern sollen, glaube ich. Nein, ich kann... Es ist so leer! Hey ho, meine lieben Leute, nach diversen Fehlversuchen, die ich jetzt hier an den Tag gelegt habe, guck ich... Ja, careful Goblin, von mir aus. Die kämpfen laut noch in der Schattenfeste. Diverse Fehlversuche, weil entweder ich sterbe oder der Hauptmacker hier stirbt von der Invasion. Und das ist schlecht, weil dann wird die Mission vergeigt. Jetzt bin ich zu doof, um diese Leiter zu benutzen, weil das ist schon ein bisschen leichter. Ja, bin ich mal schlau und versuche... Mit der Balliste, die... Doch, die ist noch da, wunderbar. Hier unten mal rein, ordentlich reinzuhalten. So, wie war das? RS und RT war das da, um die Balliste zu feuern. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich dem Vieh irgendwie was reinballern kann. Irgendwie ein bisschen... Toll! Der ist geheilt worden oder sowas. Danke, darf ich gucken, ob ich dem großen Vieh irgendetwas... hier vermachen kann von Schaden oder sowas. Weil der ist ein bisschen doof. Der führt dazu, dass hier meine, entweder ich oder meine Leute oder sonst irgendwas anderes drastisch sterben. Machst du Heidelbeeren? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und oh, man kann ja so gut sehen, das ist toll. Okay, ist das Ding kaputt. Ob das jetzt viel gebracht hat, ich wage es zu bezweifeln. Weswegen ich das so stumpf mache, ist, weil ich keinen blassen Schimmer habe, was ich hier sonst tun soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie... Ja, weil hier sind diese ganzen Viecher, meine Leute sterben hier am... die ganze Zeit, dann ballern diese ganzen Ballistas hier mehr oder weniger unkontrolliert in der Gegend rum. Komm! So. Die ballern hier unkontrolliert in der Gegend rum. Mein Dingsbums stirbt häufig. Also der Gegendvernichter. Also der Anführer der Zurückeroberung des Invasion. Sagen wir es mal so. Genau. Der da. Der sich jetzt schön verprügeln lässt von dem da. Dann tötet sie. Mit Feuer. Dann benutzt es. So, dem haben wir ein paar Mal mit der Ballista auf die Goschen gehauen. Und ich lasse die anderen jetzt da mal ein bisschen rumflummern und hau dir mal hier ein bisschen was auf die Elefantenbeine. Entweder ist das praktisch und gut und es macht was. Ja, das meine ich, Ballistas. Ballista kann ich nichts mit anfangen. Also ich kann sie offensichtlich nicht zerstören. Von hier aus, ich kann sie nicht aufs Korn nehmen, die mich dafür schon. Und ja, mit dem Ganzen, was hier rumkeucht und fleucht, will ich denjenigen sehen, der in der Lage ist, den Dingern auszuweichen. Und ja, ne? Nur mal neben die Tüte gekotzt, um das sozusagen. Heilung, please. Heilung, please. Dankeschön, Dankeschön. Okay, jetzt ist an der Zeit zum Kraxelhuber. Hoffe ich zum Glück. Ich hab's irgendwann mal geschafft, den Hühnen da auch mal zu erreichen, weil das Tolle ist irgendwie, wenn man dranhängt und der irgendwie Faxen macht. Ihr seht, ich hänge hier gerade fest. Ich komme irgendwie nicht höher. Oder doch, jetzt langsam komme ich höher, aber meine Ausdauer ist... Its armor is rent. Danke. Meine Ausdauer ist im Arsch. Und deswegen war das mit dem... Steh auf! Arbeitsverweigerer. Okay, da vorne hängt noch... Oh Gott. Den sollten wir ein bisschen retten, glaube ich. So. Bleib hier stehen, hier ist Heilung, du... Nulpe. So, ich bleib mal ein bisschen stehen, damit er auch Heilung abkriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
guck mal, dass der Typ vielleicht wieder umknackt. Bravo! Ja, Spezialangriff. Obwohl... Spezialangriffe machen nicht so wahnsinnig viel Schaden an ihm. Mal sehen, vielleicht schafft ihr es irgendwann mal niederzuziehen. Danke fürs Abblocken meiner der Schadensapplikationsangriffe da vorne. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, irgendwie weiter in dieser Mission zu kommen, habe dann aber nicht gespeichert, weil ich gedacht habe, ja, jetzt müsste das weitestgehend ja eigentlich okay sein. War aber nicht okay, da bin ich da. Weiß ich gerade gar nicht, wer da hinten am Arsch war. Oh so. Ups. Oh Moment mal, ich kann. Achso, da muss ich nochmal neu greifen, nehme ich an. Ah, mal gucken. Ja, das geht. Fallangriff! Auf den Kopf! Ja, wir haben einen erlischt! Wir haben einen davon erlischt! Achso. Und du? Weiter nach vorne, oder was? Oder noch Richtung Tor, vielleicht? Gucken wir mal. Also, ich renne jetzt mal einfach hier hin und denke mir, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um zu speichern, weil wir gerade in einem guten Zustand sind. Und der Anführer, glaube ich, auch. Zu sagen, hey, ist von innen verschlossen. Das kriegen wir nicht auf. Gut, vielleicht müssen wir noch den anderen Großen da um... Ich habe gerade keine Ahnung. Eben hat es von sich aus funktioniert. Oh, hi. Irgendwie... Splendid work. Now, we must rout the beasts for good. After me, man. Ja. Dann würde ich sagen, killen wir noch den hier, oder? Das hat ja funktioniert eben. Und die geben gute Erfahrungspunkte. Los. Hast keine Ahnung, was für ein... Die können sogar bis hier hinten hinschießen, diese Drecksschweine. Help me! Nein. Its helmet is off. Lass mal gucken, was hier aus. I cannot move. Ja, Geratuit ist gerade mal so ein kleines bisschen müh. Oh Gott. So, stell dich. Sehr gut, weitermachen. Weitermachen. Ja, solange wir nichts zu tun haben, außer die großen Lümmel hier wieder zu strecken, strecken wir die großen Lümmel nieder, nicht wahr? Ich habe nur das Gefühl, ich mache sehr wenig Schaden. Aber ich glaube, mein großer Nachteil innerhalb dieser Mission ist gerade, dass ich halt zum Assassinen geworden bin. Ich habe gerade mal meine Assassinen-Startskills zur Verfügung. Ich habe auf der Reise hierher ja meine Laufbahn-Fortschritte gemacht. Und ja, meine... diese Ballista-Kackarsche. Und meine... meine Vasallen sind... ja, ist ja ein bisschen unterlevelt. Also, ja, vielleicht hätte ich das... Keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass diese Mission so derartig krass ist, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich nehme nochmal den ein oder anderen Heildings zu. Was haben wir denn hier? Roter Likör. Bringt nicht viel, haben wir irgendwie Quell... Heil... Wir warten doch mal Heilzeug. Gesundheitstrunk. Ja, das ist ein Gesundheitstrunk. Ist gut. Warten wir mehr von haben. Die anderen ziehen ihre Munitionsausstoßungen zu sich. Ich fände es ja cool, wenn es sowas wie... Oh, wenn dann seinem Friendly Fire geben würde, dass auch der Cyclops hier davon... Ah, ja. Du, warum? Hau zu, du Lump! Ich bin hier gerade in einer fantastischen Position, um massiven Damage anzurichten. Also, mach hinne. Glaube ich zumindest. Yeah. Das ist der Assassinen-Skill. Von oben töten. So, der ist auch tot. So, irgendwas klebt hier, glaube ich, auch noch irgendwie am Boden. Kann hier Zeugs mitnehmen. Lecker, lecker Steak. Steaky, Steaky. Liegst mir ein bisschen im Weg rum, toter Sack. Okay. Speichern wir den Fortschritt, den wir hier gemacht haben, mit.
Lass mal gucken, wie ich das hier am Ende schneide. Das ist ja der... Die Hölle hier. Hölle, Hölle, Hölle. Das ist natürlich nicht der... Okay, das sind... Ah, da sind noch Gegner da vorne. Da sind noch Gegner. Die müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen erledigen, bevor wir reinkommen. Also die Cyclopse müssen wir, glaube ich, nicht erledigen, weil irgendwie beim ersten Mal, wo ich reingekommen bin, lebten die beide noch. Aber... Das sind Erfahrungspunkte, nicht wahr? Ja, stimmt. Ich habe immer noch mein Schild. Benutzen sollte mal. So, zack! Hier now! Open up! Come, help! Ja, sie helfen ihnen! Nicht, weil sie weg sind. Seht ihr, hier ist keine Sau mehr. Außer der hier. Außer diese kleinen Mickerlinge. Moment, aber wir nehmen die Nuss vom Mickerling mit. Oh Gott. Bam! Miller Anderson. Bam! Miller Anderson. Bam! Bam! So, tu den Schild weg, Bubi. Kann man das ausstellen, dass dieses... No, end it. End it. Endemol. Dass das auftaucht? Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall haben wir mächtig. So geht das, Heidelberg. So macht man die Dinger platt. So, da ist Zeusch. Machen wir mal die Trüschen hier auf. Guck mal, was hier drin ist. Der Hartknollen mit. Wo kommen die ganzen Viecher plötzlich her? So, da geht er hin. Ins Nirgendland. Gut, und jetzt werden wir uns diese Festung einverleiben. Ein für alle Mal. Uns rächen, weil wir so oft niedergerungen worden sind, weil ich zu geizig bin, um Heilung oder sowas hier einzusetzen. Also Heilgegenstände. Mich wieder in einen fantastischen Zustand der Verstümmelungsmörderei versetzt. Ich glaube, da konnte ich nicht durch. Ja, hier war ich schon mal. Ich bin ja schon mal. Ist nach hier oben bis zu Gendorf vorgedrungen. Hört ihr die Orgel? Ja, ich streike. Los. Keine Müdigkeit vortäuschen. Wir kommen nach oben. Stirb! Ich hoffe, der stirbt. Der stirbt. Ja, es ist Cyclops hier und ich kann das Ding hier leider nicht richtig bedienen, um den Cyclops. Darf ich was tun? Das wäre so toll, wenn ich was tun dürfte. Danke. Erstmal das Lümmelzeug wegmachen. Dein Schild nützt dir gar nichts. Leider kann ich mit den Ballistas hier nicht viel anfangen. Mittlerweile. Oh. Das ist jetzt doof. Aber wir haben sowas schon mal erlebt. Danke für den Rift Splitter, mein Rift Splitter Freund. Danke fürs Verfehlen. Ah ja, genau, ich weiß ja, wie ich gestorben bin. Dieses Vieh hat mich ein bisschen runtergestoßen. Ganz nach unten. Oh. Das ist aber doof. Kann ich das Ding irgendwie kaputt haben? Irgendwo hat es die Larissa wieder hingerafft. Ich weiß aber nicht wo. So, mal sehen, vielleicht fällt es irgendwie mal hinten rüber oder sowas. Das wäre ganz praktisch an dieser Stelle. Naja, jetzt dreht es sich zu sehr. It's turning round, right round, baby, right round. Like a krickel, kracke, krümel, right round. Ach, da drüben hängt sie. Ja, dann soll ich sie, wenn ich mal aufgestanden bin. Wenn ich irgendwie mal wegkomme, die gute hier wegräumen. Und den Lümmel hier. Mal dafür bestrafen, dass er so Scheiße hier macht. Oh, meine Nase ist ja wieder frei von die Rotzi-Rotz. Oh, Moment. Da war der Rift-Splitter. Den nehmen wir nach... Da ist er. Hat er immer noch seinen Helm auf? Ich kann es so schlecht von hier unten sehen. Naja, zur Not kriegen wir ihn auch so einigermaßen niedergeprügelt. Ich warte noch ein bisschen, dass meine Ausdauer wirklich knackt.
So, jetzt wachsen wir weiter. Oder auch nicht, weil er sich einfach nicht festhält. Danke. Aber sein Helm ist weg, das ist schon mal gut. Da ich den Schild eh nicht benutze, werde ich irgendwann wieder auf den Boden stellen. Das braucht erstmal wieder eigentlich kurz. So, gezielter Greifen. Dann geht das auch. Er stinkt. Und jetzt hau ich ihm den Gestank mit meinem Stinkeschwert, wenn ich immer mal weiter hauen darf. Wo auch immer ich gerade hocke. Da. Schön in den Nacken rein. In den Nacken lass knacken. Da hauen wir die Schabracken. So, und jetzt runter. Da. Sack mitnehmen, altes Eisen. Noch mehr Sack mitnehmen, noch grobes Haar. Ausdauer regenerieren. Ja, ich weiß. Master Mac Unknown wird wahrscheinlich jetzt sagen, hey, Bär, du hast noch Items im Inventar, mit denen du Ausdauer regenerieren kannst. Aber ich bin geizig, die benutze ich nicht. Ansonsten Ebel, ich weiß nicht, das hatte ich eben schon mal gesagt, aber könnte sein, dass ich dass Ebel Rico meinte, ich wäre kein Assassine, weil ich ein Schild benutze. Dead Cat. Ja. Kann er wieder aufstehen? Der lag gerade nicht so schön. Aber dafür klettern wir jetzt fein auf seinen Rückelein. Und hauen mein Schwertchen in die rein. Also, weil ich ein Schild benutzen kann, wäre ich kein Assassine, aber ich habe nachgeguckt, ich bin Assassine und ich benutze ein Schild. Yeah! Und auch diese Wurst ging einst ohne Pelle hernieder. So. Now the question is, what do we do now? Ich hätte gedacht, dass es ausreicht, irgendwie den Cyclops da umzulegen, aber offensichtlich ist das noch nicht der Fall. Von hier aus gekommen oder noch nicht gekommen? Das ist jetzt nicht. Ich glaube von hier. Entweder sind die Gegner wieder respawned. Bisschen Crowd Control hilft manchmal. Das ist echt schön, dass ich die mit meinem Spezialgebiet niederknüppeln kann. Also wir haben ordentlich Erfahrungspünktchen gesammelt. Aber noch reicht es für einen Level-Abschalten. Scheinbar nicht. Gut, die können wir so stunnen. Und mein Schwert macht so mächtig Schaden genug. Komm, nehmen wir den Hackschmuck und sagen, oh, jetzt bin ich überladen. Überladen. Ah! Mit hier ist ein Dingens und dahinter ist der Kringel. Bist der Befehlshüter? Bist du der Befehlshüter? Das ist er. Oh, ich glaube, dann hätten wir den großen Cyclops gar nicht umbringen müssen. Egal, es macht Spaß. Ich weiß mittlerweile, wie das ungefähr funktioniert. Four humans. Think you've won. Yeah. Dead. You lot are finished. Nein. All the world finished. All will die. Ich glaube, der hat sich mal die Krone falsch aufgesetzt. Humans want destruction too. Humans want a dragon. Welcome it. Kill each other. Kill all you like. The end is nigh. Niemals, Nostra Goblinus. Sauerei. Muss ich jetzt hinter ihm her? Ich kann keine Gegenstände tragen, das ist passiert. Yay, Geld. Ich muss gerade mal. Okay, der ist jetzt abgedüst, glaube ich. The beasts are bled and the horn retaken. Victory is ours. Man kann ihm die Freude am Gesicht ablesen. Victory. Victory is ours. Yeah. Holy shit. All glory to the Duke. Yay! I feel more familiar with this quest now. Magnificent, sir. The hold is ours once more. I've sent word of your feats onto the capital. The Duke will be most pleased. As are we all. Pray, accept this token of our thanks and esteem arisen. Still, their number was too great. No such horde existed in days past.
I fear it an ill omen of things to come. Pray, let it not be too late to stem this tide. Yay, Kohle ohne Ende. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die ganz schnell wieder ausgeben. Okay, damit sind wir hier soweit anscheinend durch. Jetzt muss ich mal nochmal nachgucken. Hatte ich so einen Dingskristall noch? So einen dicken, fetten? Einen dicken, fetten Zielkristall. Okay, ich werde ihn einfach mal hier deponieren, weil das jetzt schon das zweite Mal gewesen ist, dass wir hier lang gelaufen sind. Einmal wegen einer Escort-Quest, einmal hier jetzt deswegen. Und dann müssen wir an diesen fiesen Drachen nicht mehr vorbei. Ist die Frage. Ich glaube, ich setze das Teil direkt hier in den Innenhof. Und außerdem habe ich dann etwas weniger Zeugs mit mir, hoppala, mit mir herumzuschleppen. Benutzen wir das Ding mal. Steckt es hier schön jetzt tief drin im Boden? Ich hoffe ja. Gut, dann benutzen. Das kann jetzt nicht benutzen. Achso. Kann ich das hier nur außerhalb der Feste benutzen oder sowas? Ich gucke. War das das generelle Problem? Nee. Das kann jetzt nicht benutzt werden. Whatever, warum auch immer. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich das jetzt hier benutzen kann. Don't overdo it. Nein, meine Ausdauer ist nur immer noch mickrig. Viel zu mickrig. Ich brauche ein Fahrrad. In Pokémon gibt's Fahrräder. Warum nicht hier? Na gut, in Pokémon gibt's auch keine Schwerter, oder? Oder gibt's mittlerweile Pokémon-Schwerter? Kann man sie mittlerweile enthaupten? Naja, obwohl... Ah, verstehe. Das Ding ist quasi eine separate Instanz von Abschnitt im Spiel. Von daher... Kann ich das Ding wahrscheinlich nur hier hinsetzen? Ah, okay. Ja, das passt ja auch irgendwie einigermaßen. So, dann benutzen wir unseren ewigen Reisestein. Bin immer noch überladen, yay. Und werden nach Gran Soren zurückkehren, um dem lustigen Lulatsch von unserem Sieg zu erzählen. Und dann werde ich so ein bisschen Kleinkrams erledigen. Offscreen, weiß ich noch nicht. Ja, also ich denke, das Inventarmanagement mache ich wie gehabt offscreen. Ich werde aber wahrscheinlich die... So, this is the Pawn Guild. Ja. Werde aber wahrscheinlich die, ich sag's mal, meine Assassinen-Weiterentwicklung noch drin lassen. Einfach deswegen, damit ihr sehen könnt, was, also zumindest für diejenigen, die das Spiel noch nicht... Gibt's Leute, die das hier gucken und das Spiel nicht kennen? Also, wie ich es tue. Ich spiele es und kenne es nicht und bin deswegen scheiße schlecht. Aber was soll's. Jedenfalls, für diejenigen, die es nicht kennen, dann mal kurz zeigen, was gibt's denn für Skills. Word of your victory over the Goblin Horde precedes you, sir. Aha. With the fort back in our hands, the south of Grancis is shielded once more. Juhu! You've quelled yet another of his grace's worries. May your success continue, sir. Yay, Level 31. Das war eine richtig gute Ladung von Experience. Was braucht man denn jetzt? Ups. Was braucht man denn jetzt für die nächste? Seht ihr, Assassine, und ich trage ein Schild. Yay. Das ist ordentlich, was wir mittlerweile an Erfahrungspunkten brauchen, um aufzusteigen. Was ist denn die nächste? It will be my honor to show you the ready charges for the Worm Hunt. The choice is yours. Ein Kult unter... Oh. Eine Forschungsgruppe unterstützen? This is a high honor, Arisen. See, you do not take it lightly. Here are the details. Wondrous tidings, Arisen. The Duke is to grant you an audience. Cool. His Grace wishes to commend you for your valor and your service to the land. Know, however, that any errand you have taken on will be left to another to complete. You will also be asked to return your writ of permission to join the hunt. If you have aught left undone, pray tend to it afore you come to see the Duke, sir. I must be clear. Your audience with His Grace will put an end to any current tasks, and you will be asked to return your license to the Worm Hunt. Knowing that, are you prepared to see His Grace? I see. Then go and tend to what business keeps you, sir. Okay, dann wir haben noch die beiden Quests hier zu tun, die wir aber auch sein lassen können. Wahrscheinlich war diese Befreiung der schwarzen Feste oder wie das Ding hieß der eigentliche Triggerpoint, um weiter fortzufahren. Fragezeichen weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall, wir fangen mal mit dem Kult weiter. And here are the details. I fear this task is no simple call to action, sir. It will no doubt take time and a more
subtle approach than your other work. Perhaps you've heard of the society they call Salvation. Nein. In truth, most of what we know is the product of such hearsay. They are a band of heretics who worship the dragon and welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worm's arrival, their influence has grown. Ill news indeed. Pray, keep watch for signs of Salvation as you go about your business. If you find aught, tell me. Good. I'll rest easier for it, sir. Okay, offensichtlich, ich rede mit allen. The one named Meredith has a good ear for information. Okay, das ist dann wohl die mehr oder weniger letzte Amtshandlung von dir. The one named Meredith has a good ear for information. Okay, und auch deine letzte Amtshandlung. Gut. Dann wollen wir fortfahren, indem wir uns fortbilden in den Künsten des Assassinen. Und dann werde ich nochmal nachgucken, ob ich in der Lage bin, irgendwie mal einen Bogen zu kaufen, den ich als Assassin auch benutzen kann, weil Bogen sind toll. Das habe ich als Waldläufer doch ein wenig genießen dürfen, schöne Schüsse einzuwenden. Obwohl ich glaube, dass hier die Nahkämpfermöglichkeiten oder das Nahkämpfer besser ist beim Assassinen als das Fernkämpfer. Genau, hier vorne war der Schlafsackplatz. No surprise, given the fact you came to the... I fear great expectations oft lead to great disappointment. But I warrant you'll get on fine. You seem the sort like to weather just about anything. Have your pick, any you like. Okay, gucken wir mal, was wir für Fertigkeiten erlernen können. Also, wir sind damit der... Was ist das hier? Achso, Dolch. Stoßexplosion mit der Sternsche. Ich glaube, das nehmen wir mal einfach. Wir versuchen alles zu lernen. Alles. Tiefer Schnitt. Verbesserter großer Schnitt. Der Anwender kann sich währenddessen nach links oder rechts zurückfallen lassen. Das könnten wir benutzen, um den großen Schnitt auszutauschen. Der Hauerschleuder. Ja, ich glaube, dass manche dieser Fertigkeiten die Grundlage dafür sind, erweiterte Fertigkeiten zu lernen. Deswegen ist es, glaube ich, kann es durchaus sinnvoll sein, einfach mal alles mitzunehmen. Vertrautes Manöver. Ein verbesserter, vertrauter Angriff mit größerer Kraft. Das erhöht die Chancen, das Opfer zu überrumpeln. Und ein Pulverangriff. Platziert Sprengstoff auf dem Boden, der aus der Ferne zur Explosion gebracht werden kann. Aus der Ferne. Nur so. Okay, damit hätten wir hier alles durch. Dolche habe ich eigentlich nicht vor zu benutzen als Assassin, auch wenn das irgendwie The Weapon of Choice eigentlich für mich für ein Assassin zu sein scheinen kann. Schilder würde ich auch ungern benutzen. Deswegen, ich gucke jetzt erstmal hier bei den anderen Sachen, was wir denn hier haben. Ablenken. Die Fortgeschrittene braucht ein Schild, also nein. Kontrollierter Fall, Schwert und Kolben. Na, wobei, das wäre vielleicht... Na komm, wir nehmen es einfach mal mit. Weil wir es können. So, was haben wir denn sonst noch? Blutdurst, verbessert die Stärke und mindert Schäden, jedoch nur bei Nacht. Toll. Erhöht die Ausdauer, jedoch nur bei Nacht. Toll. Erhöht die Gesundheit, doch nur bei Nacht. Was ist das denn hier? Wirst du zum Werwolf? Wachsen die Haare im Gesicht? Wirst du erwachsen? Kriegst du die Pubertät? Naja, klingt an und für sich eigentlich gar nicht so verkehrt. Auch wenn ich bei Nacht eigentlich nicht rumreisen möchte, aber wir sind Assassinen, wir benutzen es. So, keine Geheimfertigkeiten. So, was kann man jetzt noch für einen Bogen? Pentade. Machen wir mal mit. Betäubender Pfeil der Perforation. Klingt nach weniger Toilettenpapier. Betäubender Pfeil. Ja, ich... Doch nicht, ne? Alles mitnehmen, was nicht auf den Bäumen wächst. So. Heidelbeeren. Sieht als Krieger schon relativ gut aus. Mal sehen, ob er mit dem Langschwert Schlag des Rückhalts und Coronas... also Corona. Oder Coron... Nee. Coronasturm, so rum. Größere Reichweite. Ja, größere Reichweite ist gut. Frag des Rückhalts. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit dem Mund. Und dann ist hier noch so ein... Der totale Vorstoß. Nein, das kostet mir momentan ein bisschen zu viel. Kernfertigkeit. Der hat sonst alles, dann kann er das Zeug auch kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Achso, das war der Ausweichschlag. Shit. Ja, das kriegen wir schon wieder hin, gell? Dann legen wir noch unsere Fertigkeiten fest. Irgendwas Neues hast du hier, glaube ich, nicht. Nope. Dann... Der hat keine Sekundärzeug, kein Sekundärzeug, oder?
Akt der Versöhnung. Wo haben wir das denn da? Haben wir irgendwie was Besseres dafür? Schlag des... Ausweichschlag, sperrt an. Corona-Ansturm klingt gut. Dann haben wir... Da die Dinger mit den Sternchen. Ich glaube, Dinger mit Sternchen sind besser als Dinger ohne Sternchen. Von daher... Ja, lassen wir das mal so und dann legen wir für uns noch ein bisschen was anderes fest. Das ist noch eine Stoßexplosion, tiefer Schnitt, Hauerschleuder, Pulverangriff. Klingt eigentlich gut. Vertrautes Manöver. Machen wir mal Pulverangriff. Was macht das hier eigentlich nach gar nicht so viel Neuem, was ich hier überhaupt benutzen kann? Das ist ja ein bisschen doof. Tiefer Schnitt. Anscheinend war es doch nicht so schlecht, was ich mitgenommen habe an Fertigkeiten. So, Bögen. Das war teuer. Komm, auf X kann man das mal mitnehmen. Penetrade und Pfeil der Perforation. Das kann nicht schaden. Und dann haben wir noch das Zeug hier. Verzückung. Okay, da muss ich jetzt gucken, dass... Ja, Blutdurst ist das, was ich dann nehme. Halbiert die... Schwere erlittene Verletzung, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Das ist besser. Ich glaube, das ist so insgesamt ganz gut, ja. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und den Rest des Kleinkrams hier werde ich dann... Asking after salvation, are you? He'll be one of Mason's friends, no doubt. All too eager, that one. He's been questioning everyone with ears to listen. Sprecht mit Mason. Nein, ich werde erstmal Larissa und, Dings, austauschen. Wir werden noch gucken, dass ich deren Inventar leer mache. Und ja, das ganze Micromanagement mache ich dann offscreen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns versuchen, da diesem Orden der Hämmerer oder was das war, ein wenig näher zu widmen. Bis dann. Komm da runter, Larissa. Na gut, dann eben nicht. Bis dann, ciao.